Es gibt brandheiße News zu Ultima Thule, denn ein US-Forschungsteam hat jetzt weitere Daten ausgewertet, die die Raumsonde New Horizons bei ihrem Vorbeiflug gesammelt hatte. Unter anderem liefern hochaufgelöste Bilder und spektroskopische Messungen spannende Erkenntnisse zu diesem am weitesten entfernten und äußerst mysteriösen Himmelskörper, der je von den Menschen untersucht wurde. Welche Struktur besitzt er in seinem Außenbereich und hat er Begleiter wie Monde und sogar eine Atmosphäre? Klicks und Science & Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Unfassbare 6,5 Milliarden Kilometer liegt der mysteriöse Himmelskörper Ultima Thule von der Erde entfernt und damit am Rand unseres Sonnensystems. Seit dem Vorbeiflug der Raumsonde New Horizons Anfang des Jahres kommen immer mehr Erkenntnisse zu Ultima Thule hinzu. So auch jetzt, ein Forschungsteam hat jetzt weitere Daten ausgewertet, denn klar ist, Ultima Thule ist ein besonders spannendes Forschungsobjekt, denn es stammt aus einer sehr frühen Phase unserer galaktischen Heimat. Die Chancen sind groß, dass uns neue Erkenntnisse zu diesem Himmelskörper auch super spannende Erkenntnisse über die Geburtsstunde unseres Sonnensystems liefern können. Das Team um Alan Stern vom Southwest Research Institute in Boulder hat hochaufgelöste Bilder, andere Daten und spektroskopische Messungen analysiert, die 7 Instrumente der New Horizons Sonde geliefert hatten. Somit steht jetzt zum einen fest, dass Ultima Thule wohl keine Atmosphäre besitzt. Die vorläufigen Ergebnisse legen zum anderen auch nahe, dass der Himmelskörper keine Begleiter wie beispielsweise Monde oder aber auch Ringe hat. Die Ergebnisse der Spektralanalyse stützen die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung, denen zufolge die Oberfläche Ultima Thules aus Wasser, Eis und Methanol besteht. Dazu heißt es in der neuen Studie, das eher schwache Signal weist aber darauf hin, dass die Menge des Eises zumindest in der obersten Oberflächenschicht von MU69 relativ gering ist. 2014 MU69 ist übrigens der exakte wissenschaftliche Name des Objektes. Der Nachweis des Methanols ist laut der Experten jedenfalls auch überraschend, denn bisher konnte festes Methanol nur auf wirklich wenigen Himmelskörpern im äußeren Sonnensystem nachgewiesen werden. Höchstwahrscheinlich hat es sich auf Ultima Thule aus Wasser und einfachen Kohlenwasserstoffen gebildet. Auch bezüglich seiner Struktur lagen die ersten Analysen Anfang des Jahres gar nicht so falsch. Wie schon vermutet, besitzt Ultima Thule eine zweigeteilte Struktur, langgezogen und eher flach. In der Fachsprache ist von einer Bilobärenform die Rede. Lobus heißt so viel wie Lappen und Bi steht für zwei. Diese quasi zweilappige Form kommt nach Einschätzung des Forschungsteams wohl durch eine Kollision. Zwei kleinere Objekte, Ultima und Thule, die einst wohl unabhängig voneinander entstanden sind, ergaben also Ultima Thule. Der größere Teil Ultima sieht tatsächlich ein wenig so aus wie ein Pfannkuchen. Thule, der kleinere Teil, ist etwas runder. Beide sind wohl eine gewisse Zeit umeinander gekreist, um dann letztendlich sanft aneinander anzudocken. Die neuen Analysen der Fachleute haben ergeben, dass die Kollisionsrate in der Umgebung des ungewöhnlich geformten Himmelskörpers aber eher niedrig ist, denn seine Oberfläche weist nur sehr wenige Einschlagskrater auf. Zudem konnten unterschiedliche geologische Strukturen ausgemacht werden. Messungen legen nahe, dass hellere und dunklere Flecken zu finden sind, die sich wohl sowohl in ihrer Komposition als auch Farbe sehr ähnlich sind. Ultima Thule erscheint einheitlich rot. Bereits vorherige spektrale Analysen hatten Hinweise auf organische Moleküle namens Toline gegeben, die sich dort möglicherweise ansammeln. Der Begriff Toline bedeutet so viel wie schlammig und bezeichnet lange Kettenmoleküle aus Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Wahrscheinlich bilden sich diese Toline durch den Einfluss von UV-Strahlung. Äußerst spannende Infos, die also Stück für Stück ein komplettes Bild des mysteriösen Himmelskörpers zeichnen. Doch immer noch steht die Forschung am Anfang. Lediglich 10% der Informationen, die New Horizon gesammelt hat, konnten bisher ausgewertet werden. Erst im Spätsommer 2020 werden wohl alle Daten, die die Sonde zur Erde geschickt hat, bei uns angelangt sein. Kein Wunder, schließlich ist Ultima Thule unglaubliche 6,5 Milliarden Kilometer entfernt. Das entspricht dem 40-fachen Abstand von der Erde zur Sonne. Doch der ganze Aufwand lohnt sich, denn die Analyse von Ultima Thule ist für die Fachwelt eine Sensation und Weltpremiere. Noch nie hat eine Sonde ein Objekt untersucht, das so weit entfernt ist. Hier bei Klicks und Science & Fiction gibt es natürlich immer direkt die neuesten Erkenntnisse. Das seltsamste Objekt des Sonnensystems ist noch seltsamer. Da gibt es noch mehr Infos drauf.
draufklicken, anschauen und natürlich Klicks um Science and Fiction abonnieren, ist ja schließlich kostenlos. Bis dann. Bleibt dran.